Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Eier-Kanal, mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute wieder 5 super coole Mashems und Fashems mitgebracht, die ich jetzt für euch gemeinsam mit meiner Assistentin Minnie Maus mal auspacken möchte. Ich bin schon gespannt, was drin ist. Ja, und auch dabei habe ich heute die magische Mikrowelle, die mag ich nämlich. Also los geht's, wir packen mal das erste Mashem bzw. Fashem hier in die Mikrowelle. Das ist nämlich ein Eisköniginnen, also ein Disney Frozen Fashion. Und ich drücke mal auf den Startknopf und wir gucken mal, was jetzt passiert. Also schaut mal genau hin, das Ganze dreht sich jetzt hier so im Kreis. Und Minnie Maus und ich sind schon total aufgeregt, denn da passiert so ein bisschen was. Ja genau, da geht nämlich Zauberei vor sich. Und ich glaube, das reicht. Wir halten die Mikrowelle mal an und öffnen die Tür. Und wie gesagt, das ist die Kapsel mit unserem Spielzeug von Disney Frozen. Und hey, guckt mal. Na klar, den kennen wir alle, oder? Ja, das ist nämlich unser Olaf der Schneemann. Schon mal sehr interessant. Also wie gesagt, Olaf der Schneemann gefällt mir schon mal mega gut. Den kann man so ein bisschen dran rumdrücken und rumziehen, an der Nase ziehen, wenn man möchte. Und der quillt richtig sein Auge raus. Ja, Nase ziehen muss auch sein. Also, tolle Figur. Wie gesagt, von der Eiskönigin oder ja, von Disney Frozen. Und wir machen dennoch weiter, denn wir haben noch 4 weitere super coole Mashems und Fashems hier. Als nächstes machen wir mit den Disney-Prinzessinnen weiter, denn darauf bin ich auch schon total heiß und gespannt, welche Prinzessin wohl hier drin als Fashem sein wird. Ihr wisst ja, ich bin mega, mega Fan von den Disney-Prinzessinnen, von daher los geht's. Also die Tür zugemacht und den Startknopf gedrückt. Oh yeah, es dreht sich schon wieder im Kreis und es dreht sich. Oh, guck mal, ja, da passiert schon wieder ein bisschen was. Das sieht ein bisschen anders aus als vorhin, aber wie immer, es ist Zauberei am Werk. Also Minnie Maus, wir machen mal die Tür auf und da ist unsere Kapsel mit unserer Disney-Prinzessin. Und welche das ist, das zeige ich euch jetzt. Es sieht so aus, als hätten wir mal wieder Schneewittchen. Ja, cool, oder? Schaut sie euch mal an, mega süß. Und die rote Schleife im Haar, die ist so richtig cool. Der gelbe Rock und ja, also coole Sache. Ich drehe das Ganze mal so ein bisschen hin und her, dass ihr sie auch gut anschauen könnt. Und ja, der Kopf, der biegt sich auch so ganz leicht. Also das federt dann, schnippst dann wieder zurück. Also ich drehe es im Kreis, damit ihr von allen Seiten sehen könnt. Und ja, wir machen weiter. Wir haben noch viel, viel mehr. Wir haben noch 3 weitere Kapseln. Zum Beispiel Ponys. Genau, My Little Pony Fashems. Na da bin ich auch schon mal gespannt. Also ab damit in die magische Mikrowelle. So, Tür auf, Fashem rein, Tür zu. Okay. Und ihr wisst schon Bescheid. Ja, die Mikrowelle wird dafür sorgen, dass das Verpackungsmaterial abgeht und wir direkt an unser kleines süßes Pony kommen. Das hoffe ich zumindest. Also Hokus Pokus, Abracadabra, da ist schon wieder Zauberei im Werk. Und ja, Minnie Maus guckt auch schon ganz aufgeregt, oder? Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Wie gesagt, das ist My Little Pony. Also hier könnte ein Pony drin sein. Also da wird auch eins sein. Die Frage ist nur, welches? Oh, na klar, Pinkie Pie. Ja, wir haben Pinkie Pie von My Little Pony. Cool, wie toll ist das denn? Schaut euch mal die pinke Farbe an, die Ballons auf den Hinterteil. Und das rosa Haar, oh yeah. Also ich drehe es auch mal so ein bisschen im Kreis, denn das muss man wirklich von allen Seiten gesehen haben. Und ja, wie immer kann ich euch verraten, dass das ein bisschen auch durchaus squishy ist, relativ weich ist und dehnbar und drückbar ist. Aber es gibt da weichere Mashems, zum Beispiel die von Paw Patrol. Und ja, deswegen machen wir jetzt natürlich auch mal Paw Patrol Mashems auf. Die habe ich nämlich hier zu stehen, genau. Also wie gesagt, Paw Patrol und ja, da gibt es 6 verschiedene Hunde. Ich bin gespannt, welchen dieser 6 Paw Patrol Hunde wir heute bekommen werden. Also los geht's, ab in die Mikrowelle, Tür zu und auf geht's mit dem Startknopf. So, ja, dreht sich schon mal wieder im Kreis, wie immer. Aber das kennt ihr ja schon. Aber jetzt geht's los. Was wird sich hier drinnen befinden? Ja, ich glaube, die Mikrowelle ist jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Und da ist die Kapsel mit dem Paw Patrol Spielzeug. Naja, schauen wir mal. Oh je, yeah. Was sieht aus? Sieht aus, als hätten wir Sky. Genau, das ist Sky von Paw Patrol. Kennt ihr bestimmt, nämlich sehr markant mit den rosa Augen, die mir jedes Mal auffallen. Wirklich super mega cool, oder? Ihr seid bestimmt auch großer Paw Patrol Fan, oder? Also, wenn ihr Paw Patrol Fan seid, könnt ihr mir das auch mal in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wer von euch Paw Patrol mag oder wer von euch das vielleicht auch gar nicht kennt. Auf jeden Fall super weich, super squishy, super soft. Also tolle Figur. Ja, Minnie Maus. Wir haben noch eine weitere Kapsel. Wir gucken mal, wir packen mal Sky beiseite. Und ja, hier haben wir natürlich
Disney Planes Fire and Rescue. Da sind also kleine Flugzeuge drinnen. So, wie immer, wer von euch ist eigentlich schon mal Flugzeug geflogen und wo seid ihr damit hingeflogen? Vielleicht in den Urlaub? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wir packen mal dieses Disney Planes Mashem jetzt hier in die Mikrowelle und da drinnen wird ein kleines Flugzeug nämlich sein. Welches genau, weiß ich nicht. Vielleicht Dipper, vielleicht Windlifter, vielleicht aber auch Dusty, mein Lieblingsflugzeug. Ja, also wie gesagt, wenn ihr schon mal Flugzeug geflogen seid, das täte mich wirklich mal interessieren, wo ihr hingeflogen seid. Lasst es mich mal unten wissen. Ich bin wirklich schon gespannt. Und ja, damit ist die Mikrowelle auch schon fertig. Wir auch gucken mal, was sich hier drinnen verbirgt. Ja, das ist nicht Dusty. Nein, wir haben natürlich Windlifter. Cool, oder? Ja, Hubschrauber, kein Flugzeug. Auch nie verkehrt. Also, tolle Sache. Wobei ich glaube, kaum einer von euch wird schon mal Hubschrauber geflogen sein, oder? Das macht man doch eher selten. Jo Leute, wie findet ihr die Mikrowelle und was haltet ihr von all diesen coolen Mashems und Fashems? Wie immer, da bin ich gespannt über eure Meinungen und die könnt ihr mir natürlich gerne, wenn ihr wollt, unten in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt. Also, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, den UI-Kanal auch zu abonnieren, denn wir sehen uns hier das nächste Mal wieder, wenn wir gemeinsam Überraschungseier, Blindbags und Spielzeug auspacken. Bis dahin, tschüss!